Herr Bottesch, was für Eindrücke nehmen Sie vom diesjährigen Heimattag mit? Ich bin zum ersten Mal 3 Tage dabei gewesen und war überrascht von der Vielfalt des Angebotes des Heimattages, aber auch von der Qualität der Veranstaltungen. Sowohl Ausstellungen als auch Aufführungen, denen ich beigewohnt habe und überhaupt alles, was da stattgefunden hat, das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, wir können lernen von dem Heimattag hier, wie wir einiges auch in Siebenbürgen so machen. Wir wollen jetzt demnächst das Sachsentreffen in Hermannstadt veranstalten und ich denke, die Qualität, die hier geboten wurde, die wollen wir versuchen auch dort zu bieten. Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Wie schätzen Sie denn die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein zwischen Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen und in Deutschland? Ich meine, dass diese Zusammenarbeit eine Notwendigkeit ist, wenn wir was erreichen wollen bei der Erhaltung des siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes. Das wird zum Teil in Deutschland erhalten, aber es wird zum großen Teil auch in Siebenbürgen erhalten. Dort sind wenige Siebenbürger Sachsen geblieben. Und so ist eine Zusammenarbeit eigentlich erforderlich, um überhaupt das siebenbürgisch-sächsische Kulturgut auch in Siebenbürgen erhalten zu können. Wie kann das aussehen? Das kann man nicht so einfach beantworten, aber es sind schon viele Mittel und Wege gefunden worden. Der Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde zum Beispiel, der hat eine Abteilung auch in Hermannstadt und da wird zusammengearbeitet. Es gibt andere Institutionen, die zusammenarbeiten und vor allem auch auf politischer Ebene. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien haben eine enge Beziehung und versuchen vieles gemeinsam durchzubringen. Die deutsche Minderheit in Rumänien war dieses Jahr mit ziemlichen Anfeindungen konfrontiert. Können Sie dazu kurz erklären, was da passiert ist? Ja, es kam dazu wohl dadurch, dass der Präsident Rumäniens von verschiedenen politischen Kräften angegriffen wurde und die deutsche Minderheit ist so mit hineingezogen worden. Die deutsche Minderheit war wohl nicht das Hauptziel dieser Angriffe. Trotzdem haben wir das sehr ernst genommen. Solche Angriffe schaden uns. Es wird unser Image in der Öffentlichkeit negativ dargestellt. Also unser Image leidet dadurch in der Öffentlichkeit. Und wir haben Stellung dazu bezogen. Also wir haben einmal klargestellt, dass das nicht wahr ist, was über uns gesagt wird. Es sind sogar Prozesse angestrengt worden, die noch nicht beendet sind zu diesem Zeitpunkt. Wir haben den Antidiskriminierungsrat angesprochen und den Rat für audiovisuelle Medien. Und jedenfalls, wir haben Stellung bezogen, weil man das nicht so auf sich sitzen lassen kann. Also es war eine sehr ernste Angelegenheit, wenn man so viel bemüht, um dagegen zu sprechen und dem was entgegenzusetzen. Ja, es ist in den vergangenen, ich würde sagen, seit der Wende eigentlich in dieser Weise nicht vorgekommen. Ähnlich war es während des Wahlkampfes, als Klaus Johannes für das Präsidialamt kandidiert hat. Da sind auch derartige Verleumdungen geäußert worden. Dann ist aber der Wahlkampf vorübergegangen und man hat gedacht, damit hat sich die Sache. Auch damals wurde eine Richtigstellung von Ovidiu Gans im Parlament vorgenommen. Und ja, man dachte, das war eine Episode. Aber diese Angriffe sind jetzt wiedergekommen. Und da muss man eben entschlossen dagegen sich wenden. Nochmal ganz kurz zurück zum Sachsentreffen. Worauf freuen Sie sich da denn besonders, wenn Sie jetzt daran denken, an August? Das Sachsentreffen hat ja eine Hauptidee, und zwar, dass die siebenbürgisch-sächsische Jugend, die nicht mehr in Siebenbürgen lebt, dass sie das Land wieder entdeckt, weil einige es zwar kennen, aber viele auch nicht. Sie wissen nicht genau, wie das aussieht in der Gegend, aus der ihre Eltern und Großeltern kamen. Wir möchten vor allem der Jugend dieses Land näher bringen, damit sie weiß, was alles da an Wert ist,
an landschaftlichen, an humanem Wert, an kulturellem Wert und so eine Verbindung dazu aufbaut. Wie laufen die Vorbereitungen? Das Große ist gelaufen, da ist alles klar. Es gibt noch sehr viele Einzelheiten zu erledigen und wir sind laufend dran, diese zu klären. Das ist für Sie, die Sie vor Ort sind, also es ist ja ein gemeinschaftliches Sachsentreffen. Das Forum organisiert das nicht alleine, sondern mit dem HG-Verband. Ja. Also die Hauptorganisatoren sind das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen und der HG-Verband aus Deutschland. Aber als Partner die Verbände der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und in Rumänien, die Jugendverbände, die sich da sehr impliziert haben. Und natürlich die Evangelische Kirche AB in Rumänien, die jedes Jahr unser Partner ist beim Sachsen-Treffen. Sie, die Sie vor Ort sind, haben ja wahrscheinlich dann auch ziemlich viel Arbeit mit dem Sachsen-Treffen. Ja, die Geschäftsstelle des Siebenbürgen-Forums natürlich, aber wir brauchen viele Helfer. Und wir müssen viele Personen mobilisieren, die sich da einspannen lassen und da sind wir noch am Suchen, weil wir noch nicht für alles Helfer haben. Also bitte, bitte meldet euch, wenn ihr Lust habt, beim Sachsentreffen in Siebenbürgen mitzuhelfen. Das macht Spaß und das wäre für alle Siebenbürger Sachsen eine große Hilfe. Herr Bottisch, ich danke Ihnen vielmals. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und wir werden uns ganz bald wiedersehen. Danke für das Gespräch und danke für Ihre Zeit. Danke.